Hallo ihr Lieben, Ralf hier von Living to Go und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht's ums Schlafen, meine liebste Tätigkeit. Seid gespannt. Ich werde wieder auf Holi wechseln, beziehungsweise auf den Berger Nachbau, der ist ja doch ein bisschen günstiger. Und die meisten arbeiten ja mit dem, also ist ja ein Lattenrost hier normalerweise, den habe ich jetzt schon rausgeholt. Und darauf kommt dann so ein grünes Gitter, da wird dann dieses System drauf befestigt. Das mache ich hier nicht, weil die Latten einfach nicht stabil genug sind für mein Gewicht. Ich wiege ja ein bisschen mehr als 65 Kilo und dann brechen die hier, also zumindest da, wo ich die punktuell belaste, mit dem Knie schon mal, um jetzt, weiß ich nicht, an den Monitor da hinten dran zu kommen und so weiter. Funktioniert nicht richtig und das ist auch hier so dann irgendwie noch zusätzlich ein Gewackel. Das hat mir nicht gut gefallen. Ja, was mache ich? Hol also den ganzen Quatsch hier raus und werde hier Platten einbauen. Ja, das ist ja ein sehr stabiles Metalluntergestell. Sehr stabiles Metalluntergestell. Und hier werde ich jetzt im Bauhaus, beziehungsweise bei Obi, aber ist ja egal, mir drei Platten zuschneiden lassen. Ne, zweimal in dieser Breite hier. Zack. Und bis da hinten. Und den hier muss ich dann natürlich, also hier diese Schräge, die ich hier habe, den muss ich natürlich mit der Stichsäge dann selber zuschneiden. Aber das schaffe ich. Ja, so schaut es im Moment hier aus. Ziemlich wild. So ist der erste Streich. Wie gesagt, hier muss ich noch einpassen. Das ist aber nicht so wild. Hier ein bisschen schräg schneiden. Das mache ich aber zu Hause. Ja, und jetzt habe ich eine schöne, sehr stabile, glatte Fläche, wo ich mich austoben kann. Fangen wir doch mal an. Ja, so sieht das Bergerzeug aus. Na, immer diese Trägerplatten. Dann diese, diese WIP-Elemente und dann kann man hier noch eine Verstärkung. Sehr gut. So, was ich hier zugeschnitten habe, funktioniert. Passt super. Machen wir mal die letzten Dinger rein, ne? Also die Dinger hier reinmachen, ne? Das habe ich euch nicht gezeigt oder euch nicht habt teilhaben lassen bei dieser ganzen Matte, weil ich hätte nicht so viele Pieps. Ihr wisst schon, wenn man so flucht, dann macht man immer so ein Piep. Wer die Ozzy Osbourne-Stories sich angeguckt hat, weiß, was ich meine. Ich hatte nicht so viele Pieps zur Verfügung, weil das ist wirklich, wirklich... ja, wie hat meine Omi immer gesagt, was für jemanden der Vater und Mutter totgeschlagen hat. Also es ist echt eine Strafe. Das ist nicht mal so eben gemacht. Das ist ganz schön frickelig. Für meine dicken Wurstfinger vielleicht auch besonders schwierig. Also seid darauf gefasst. Das ist nicht so toll gelöst.
Man muss halt hier diese Nupsen, die muss man halt runterdrücken, was ihr aber das gut sehen könnt, um die dann hier einzuschieben. Das Problem ist, man kann das nicht sozusagen flach auf die Platte legen, um das dann runterzudrücken, weil dann ist hier kein Spiel mehr. Das heißt, man muss halt immer beides hochheben, um das dann hier so einzuklicken. Manchmal geht das super, manchmal geht das überhaupt nicht. Also und dann ist hier diese Rundung dafür zuständig, das hier gut einzufädeln. Ich mache es jetzt mal verkehrt rum, damit ihr das gut sehen könnt. Aber die Rundung ist zu stark. Das heißt, man kommt sehr schnell, ne, verkantet man das und dann flitscht er immer wieder raus. Also ich finde es nicht so gelungen. In der Beschreibung steht, mit dem Seitenschneider hier die abknipsen, ist aber mit der Schere viel einfacher, weil die Schere einfach schärfer ist. Es sei denn, ihr habt so einen hochwertigen Seitenschneider für, keine Ahnung, 30 Euro aufwärts. Ja. Fertig. Ja, so schaut das jetzt aus. Und weil er zu frickelig ist, ist man richtig stolz, dass man es geschafft hat. Ja, also die gelben sind so ein bisschen weicher für den Schulterbereich. Ne? Die grauen sind halt strammer. Und man kann jetzt noch mit solchen Clips hier arbeiten, um die Sache ja noch ein bisschen steifer zu machen, ein bisschen fester. Das muss ich aber noch rausfinden. Am besten, also so ist meine Überlegung, dass ich erstmal zwei Reihen hier sozusagen bis zur Hälfte strammer mache und den Rest ohne. Und dann kann ich mich ja mal da und mal da hinlegen und dann kann ich herausfinden, was besser ist.
Ja, so schaut's aus. Ja, die andere Hälfte lasse ich erstmal. Ich habe auf jeden Fall noch genug Clips. Ja. Hier in der Ecke habe ich den hier so zugeschnitten. Also auch ganz simpel. Ja, hier in der Ecke ist nichts. Ansonsten passt das hervorragend. Ich habe die engste Stelle genommen. Ne? Also man hatte hier so ein Raster von also drei mögliche Abstände. Ich habe die engste genommen, weil ein volles Paket und ein kleineres Paket hätte jetzt nicht gereicht. Und so habe ich zwei volle Pakete genommen. Ja, und dann ist das schön ausgefüllt, schön dicht. Und der Preisunterschied ist auch minimal. So ein Paket liegt ja bei rund 100 Euro oder 110 Euro oder ein Pfund, also liegt also bei 100 Euro, ein bisschen mehr. Das Holz, 10 mm Pappe, kostet aber auch 100 Euro. Ne? Also diese ganze Arie, Holzarie hat hier 100 Euro gekostet. Die Pappe ist halt sehr stabil, sehr formstabil und hat ein sehr geringes Raumgewicht. Das heißt, das ist also so eine große Platte ist also von einem Kleinkind zu tragen. Also ist wirklich sehr, sehr leicht. Ich würde sagen, leichter als das Lattenrost, was drin war. Ja, legen wir mal die Matratze drauf. Oh ja. Wie sagt man so schön? Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber keine Frage. Das Problem ist nämlich, dass ich alleine unterwegs bin. Also insofern ein Problem, weil diese ganze Matratze ist ja in der Mitte. In der Mitte ist das ja einmal mit so einem Metallteil geteilt. Und als Alleineschläfer schläft man eigentlich immer auf dieser mittleren Metallstrebe, wo die zwei Lattenroste so zusammen getroffen sind. Und das ging auf Dauer überhaupt gar nicht. Ne? So, man kann natürlich immer ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links rücken, aber in der Nacht. Ja, ist also doof. Und das ist natürlich jetzt nicht. Jetzt habe ich eine Liegefläche mit einer Matratze und das verspricht sehr schön Schlafkomfort. Und so kann ich immer ausgeschlafen meine nächsten Videos machen. Was man wissen muss, das Ganze trägt natürlich höher auf. Ne? Ihr seht, der Unterschied ist hier nur ja, ein Zentimeter noch. Ja, was ist die Schärfe hier? Ein Zentimeter. Ja, ihr seht, die Matratze liegt also gar nicht mehr so richtig drin hier in dieser Kante. Aber damit muss man leben. Und man kommt natürlich oben nicht mehr so hoch. Ja, also das wird jetzt ohne Bettzeug vielleicht noch gerade gehen, das ganz hoch zu fahren. Aber mit Bettzeug nicht. Aber das ist mir egal. Also ich habe dann sozusagen kein Deckenlicht mehr.
Ja, das habe ich sowieso nur angehabt zum Putzen, weil es ja so grell. Hätte man auf jeden Fall mal die Bändchen ausgetauscht. Ja, also diesen Anschlagpunkt, den kann man zwar ein bisschen verstellen, aber auch nur minimal. Ne? Also die Kabel, die dahinter sind, lassen das einfach nicht gut zu, das hochzufahren. Ja, das muss man alles wissen. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. So mit Matratzen rumzugehen, das hasse ich, vor allem in so einem kleinen Raum. Aber ist eigentlich ganz gut gelungen. Wie gesagt, schafft ihr euch so ein Frodi-System an oder wie gesagt, dieses Derivat von Berger, dann habt ein bisschen Geduld. Macht den am besten alleine. Ne? Also keinen Partner in der Nähe. Dann braucht ihr auch kein zweites Wohnmobil kaufen. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen super, super erholsamen Schlaf, einen schrottfreien Flug. Bis dann. Tschüss. Ja, ich muss mich berichtigen. Also, mit Bettzeug geht's noch. So gerade. Ne? Ihr merkt, so im letzten Moment, da wird's dann schon ein bisschen stramm. Das heißt, das kann euch auch mal eine Sicherung durchbrennen. Also seid da bitte vorsichtig. Aber prinzipiell geht's.